Servus Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von uns. Ich bin der Julius und es gibt ein Gameplay-Commentary heute. Black Ops 2 ist mal wieder im Hintergrund. Und genau, das ist auf jeden Fall, wenn ich mal so sagen darf, ein besonderes Gameplay, weil das ist nämlich meine erste Nuklear, die ich in Black Ops 2 gemacht habe. Und das ist ja mit der SKH natürlich, spielt meine besondere Lieblingswaffe. Und genau, grüne Tarnung. Simon würde wieder sagen, sie heißt grüne Tarnung. Ne, waffenfähig ist 115 oder wie es heißt. Keine Ahnung. Genau, und da gibt es auch noch eine witzige Story zu der Geschichte. Und zwar war ich nämlich da beim Simon damals. Ich bin nämlich da, wir wohnen ja da nur, keine Ahnung, wie viele Kilometer weg. 3 oder so. Vielleicht nicht mal. Und da bin ich halt zu ihm rüber gerade. Im Sommer war das, glaube ich, oder so. Und zwar hatte der nämlich da seine Backenzähne, nicht seine Backenzähne, aber klar, was du, Alter. Seine weiße Zähne hat er drauf bekommen. Und da waren natürlich, seine Backen waren natürlich übelst dick. Und dann konnte er natürlich rausgehen bei dem schönen Wetter. Und dann bin ich einfach zu ihm gegangen, damit er auch mal ein bisschen Unterhaltung kriegt, genau. Und dann bin ich zu ihm, hab auf seinem Monitor einfach mal eine Runde Black Ops 2 Team Deathmatch gezockt. Und jetzt kommt gerade die übelste Szene. Warte, genau. Da, der hat mich übelst angehittert und habe ihm dann Turn-On gegeben. Und zwar, nämlich mit dem Turn-On, wenn er mich geholt hätte, hätte ich die nicht geschafft. Und mir wäre auch gar nicht aufgefallen, wenn das Simon nicht gewesen wäre und mich voll darauf hingewiesen hätte, weil der nämlich gesagt hat, Julius, hinter dir! Und dann habe ich den halt gesehen und habe ihn halt noch gekillt. Also ich hätte ohne den Simon seine Hilfe das Gameplay nicht erspielen können. Und ja, auf jeden Fall, danke nochmal an dich. Genau, dann machen wir weiter mit der Geschichte. Ja, der hatte so voll die übelsten dicken Backen und dann war ich bei ihm, also so dicke Backen, als ob er so Nüsse in der Fotze hätte, Alter. Gut, eigentlich hat er immer Nüsse im Mund. Gäh, hab ich nicht recht. Spaß. Auf jeden Fall war ich dann bei ihm, habe einfach eine Nuklear gemacht, hier nochmal kurz eine Szene, da wollte ich auf Nummer Safety gehen, weil ich da ein bisschen Schiss hatte, dass ich sterbe, aber die Teammates, nicht die Teammates, sondern die... Die Gegner waren so dumm, um mich zu sehen, der läuft einfach vorbei, zwei laufen einfach vorbei. Naja gut, da hatte ich ein bisschen, hat auch Glück mitgespielt natürlich. Aber dann habe ich halt doch die Nuklear gemacht. Genau. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, auf jeden Fall. Da gibt es noch was anzusprechen. Ich wohne nämlich in einer Gegend, wo ich eine 16K-Leitung habe. Und zwar ist es jetzt nicht so eine Gegend, die übelst Leitung geil ist. Weil ich hatte früher sogar 3K nur, das war noch schlimmer. Dann habe ich 16K bekommen, weil Telekom das mal angeboten hat, genau. Gutes Deutsch. Angeboten hat, ich glaube schon richtig, oder? Ja, muss richtig sein. Es hat angeboten und dann, ja, kann ich jetzt auf jeden Fall bessere Videos machen mit der 16K-Leitung, aber ich ziehe noch um. Also ich wüsste noch gar nicht, ziehe noch um. Und zwar in 2 Monaten circa. Und da habe ich dann eine 50 bis 100k Leitung, kann ich Videos mit besserer Qualität, mit besserer Qualität. Und es geht auch viel schneller und dann brauche ich mich auch nicht so nerven, dass ich immer so lange warten muss. Ist auf jeden Fall voll chillig. Und dann, genau, gibt es dann Videos mit besserer Qualität. Genau, und da wohne ich auch in so einer... Also mitten in der Stadt praktisch und da habe ich ein übelst geiles Zimmer, das ist so eine Penthouse-Wohnung. Und ja, das war's eigentlich dann von mir. Ist die Nuklearmedaille jetzt dann erreicht worden. Dank Simon natürlich, nicht vergessen. So, da ist er, da ist die Nuklear und ich hatte da voll Schiss, dass er mich noch wegsniped, Alter. Da bin ich einfach in die Gegner rein gesprintet, weil ich mich gefreut habe. Genau, das war's dann von mir. Mit mir! Das war's dann von mir. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao.